mit einem Wahnsinnstempo gehen wir in Zukunft, nämlich in die Energiezukunft. Das neue Energiegesetz steht vor der Tür. Und wir sind jetzt hier beim Sanitärgeschäft Minder in Lausen und gehen uns ein bisschen informieren über die neueste Technik. Zuallererst, wieso habe ich den Bolito? Das ist etwas, was wir auch immer wieder antreffen. Eine Attraktion, was es gibt an den Tag der offenen Türe. Sag selber schnell, wer du bist und wie man an die Ahnen kommt. Ja, ich bin Martin Spiess von der F1S.ch, Rennwagensimulator-Vermietung in Liestal. Und wir haben auch ein echtes Rennauto, das im 2011 Europameister war. Und wir haben auch gebaut als Simulator. Und jetzt sitzt du hier im Carbon-Monocoque von diesem echten Rennauto und fährst im Moment den GP von Kanada in Montreal auf dem Kurs vom Gilles Villeneuve. Okay, und wir gehen an dieser Stelle also jetzt ins Thema Energie in Zukunft. Am 1. Juli tritt das neue Energiegesetz in Kraft und wir haben eine ganz tolle Einladung gekriegt. Ich bin beim Roger Minder gelandet in Lausen. Roger, was bedeutet das, wenn jetzt das neue Energiegesetz kommt? Darf man ab jetzt nur noch gewisse neue Geräte einsetzen? Das ist richtig. Man darf keine Elektroboiler mehr machen, sondern nur noch Wärmepumpenboiler. Und es gibt oft Veränderungen, die der Kanton Basel-Land vorschreibt, die am 1. Juli in Kraft tritt. Was machen denn jetzt die neuen Geräte? Ich meine, es gibt Wärmespeicher, Wärmepumpen, alles Mögliche, oder? Vor allem brauchen sie weniger Strom. Das ist für den Benutzer natürlich sehr viel wert. Und es heizt halt einfach gut. Ja. Jetzt stehen wir hier in einem riesigen Umfeld von Geräten. Pick irgendeins raus, wo man ein Beispiel gibt. Was macht das neu? Was das neu macht, das ist der Wärmepumpenboiler. Der tut die Wärme vom Raum beziehen und mit dem das Warmwasser heizen. Das ist eigentlich gleich, wenn man die Wärmepumpe Tumbler hat heute. Das tut dort auch den Raum die Wärme beziehen und mit dem das Warmwasser heizen. Braucht viel weniger Strom. Wie weiss ich daheim, ob ich muss etwas verändern, ob das bei mir schon so weit ist? Also wenn die Heizung jetzt noch läuft, dann muss man gar nichts machen, dann darf man das so weiter benutzen bis anhin. Wenn dann die Heizung aussteigt oder der Boiler aussteigt, dann kommen wir vorbei, schauen das an und schauen das mit dem Kunden an und setzen an den Tisch, was man da für Lösungen machen kann. Vielleicht noch mit Solar. Einfach zeigt man, was man machen kann. Dürfen wir dann noch Ölheizungen machen, Gasheizungen? In Kanton Basel-Land darf man noch Ölheizungen machen. In Basel darf man Ölheizungen nicht machen und Gas, das ist kein Thema, das darf man machen. Basel-Land wie Basel. Sanitär- und Heizungsservice, KMU-Betrieb, wie ist die Geschichte von eurem Geschäft? Ich habe allein angefangen im 2000 mit Sanitär-Heizung. Hatte dann nach 2-3 Jahren einen Angestellten gehabt und das Ganze ist so weitergegangen. Am Schluss waren wir 10 gewesen. Ich habe dann wieder runtergeschraubt auf 6 und vor etwa 6-7 Jahren haben wir dann mit Schwimmbad angefangen. Und Schwimmbad hat eigentlich sehr einen grossen Einfluss heute angefangen. Und Sanitär-Heizung natürlich auch. Wir waren vorher in Liestal gewesen. Und seit einem Jahr sind wir in Lausen, in diesem Gebäude. Und wir sind sehr glücklich hier. Und es gefällt uns total. Das ist etwa mein Werdegang.